Hallo Leute, willkommen auf, auf dem GN-Channel mit hier, GN von Stefan. Heute mit Stefan, mein Freund. Wieder hier im Olympic, Oldschool. Pass auf, ihr wollt Oldschool, ihr bekommt Oldschool. Und den sind irgendwie verrückt. Den muss immer wehtun, also nicht so ein Spaß, die den machen, sondern. Und heute bin ich ein bisschen steifer. Früher da war die Nase fast auf dem Knie. Du kannst den mal hier nehmen. Was hältst du von Oldschool? Für mich gibt es nichts anderes eigentlich. Ich habe keine Lust auf diesen ganzen neuen Quatsch. Die ist auch gar nicht so alt für Oldschool. Die ist auch New School oder naja, aber Middle School. Die kann trotzdem Oldschool trainieren. Das ist nicht gemein, das ist nicht gemein. Nein, ja. Ich bin ja hier auch fünf Jahre. Das ist kein Oldschool. Fünf, sechs Jahre. Aber sie trainiert ja nach dem Prinzip. Ja. Nicht nach Joe Weihnachtsprinzip, sondern nach Heiko Kalbach-Prinzip. Yeah. So, hast du. Nee, da bin ich auch schon länger nach. 2012. 2019. Das stinkt hier so heißig. Ich oder was? Ja? Bestimmt wieder angepinkelt. Früher musste es hier nach Schweiß und Pisse stinken, das war ganz normal. Jetzt, hier riecht es nach Essig, doch. Aber oh, mein Näschen ist ja ganz schön. Hat keiner gesagt. Du hast doch früher mal gesehen, okay. Ja. Aus welchem Gym die Athleten kamen mit dicken Beinen. Wir hatten damals City Nord, die hatten nicht ganz so viele Beinmaschinen wie bei uns. Die hatten so eine Beinpresse mit Steckgewichten, da war nicht viel drauf. Und du hast bei den Wettkämpfen gesehen, wo die Jungs herkommen. Die mit dicken Beinen kamen meistens aus dem Olympic. Ja. Und die mit den etwas zarteren Oberschenkeln aus dem City Nord Hamburg. Der gute Mann, der war, der hat aus eigener Tasche 40er Scheiben besorgt, weil ihm das alles zu wenig war hier. Nachmachen. Du, ja. Können wir das reinschreiben, mein Kopf auf und dann mach ich das mal kurz. Fast erschlagen hier. Doch ein bisschen schwerer, wie ich dachte heute. Bei Björk im Gym. Haben Sie auch gerichtet, ja, ich weiß. Nee, ist mir leichter gefallen. Also ich bin ganz ehrlich, auch wenn ich mich auch so ein bisschen als Oldschool tituliere, mit den Dingern kam ich nicht zurecht. Wenn die mir zweimal umgebunden, weiß nicht, ich fühle mich damit instabiler. Ich krieg's nicht hin. Das ist eine Gewohnheitssache. Und ich muss mich viel stabiler fühle im Knie. Hat jeder so sein Ding. Ja. Ne? Ist ja normal. Mal davon abgesehen, ich hatte nie Knieprobleme, nichts gehabt, deswegen brauchte ich keine Bandagen. Ah.
Wenn das mein Kardiologe sieht, wenn ich so Kniebeugen mache, der gibt mir direkt wieder Stuhlarrest. So, Kardiologe, hast du einen? Ja, ich gehe halt das ja hin. Ich lasse das alles immer regelmäßig kontrollieren. So, wenn du gesund bist, kannst du Kniebeugen machen. Hä? Wenn du besonders Herz hast, kannst du Kniebeugen machen. Ja, aber will er trotzdem nicht. Die wollen doch sowieso alle die Ärzte mal nicht, dass man Sport macht. Von der Übung, dann würde ich die auch immer ziemlich weit vorne mit dran nehmen. Sicher nicht. Bin nur so selten hier. Ja, dann kommst du zum Beintraining her. Ja. Mach ich ja jetzt auch schon ab und zu extra. Nur wegen der Scheiße. Und wegen dem Beinstrecker. Ja, die ist geil, wirklich. Und die bringt doch was. Von hinten bringe ich Scheiße. Das sind keine Bodybuilder, das sind Freizeitsportler. Die sollen dann ihren Scheiß machen, aber die Jungs, die wirklich was werden wollen, die marschieren und gucken nicht nach rechts und links. Für die ist das nicht nachvollziehbar. Erstmal schön Käffchen Maria, Alter. Was ist das denn hier für eine Scheiße? Kaffee leer, Dose leer. Oh, was ist das? Coffee Wrap? Cool, mit Koffein. Geil. 1, 2, 3, 4. Jawohl, volle Kanne hier. Ah!
Gönnt euch den gelben Scheiß doch mal mit einem Kaffee-Frappé.